Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Annettes Blick aufs Leben. So schön, dass du da bist. Ganz lieben Dank auch für dein Zuhören, dein Teilen und Liken. Heute stelle ich dir die astrologischen Highlights vom Monat Juli 2024 vor. Los geht's mit den Astro-News. Im Juli läuft die Sonne überwiegend durch das Zeichen Krebs. Also herzlichen Glückwunsch an alle Krebsgeborenen. Letztes Jahr im Sommer hatte ich in den Astro-News damit gestartet, dir monatlich die Energie des jeweils vorherrschenden Tierkreiszeichens genauer vorzustellen. Abschließen möchte ich diese Reise nun mit der Krebsenergie. Im Wasserzeichen Krebs geht es vor allem um die Verwurzelung, um Familie. Deine Ursprungsfamilie und vielleicht auch die Familie, die du selbst gegründet hast. Es geht im Zeichen Krebs um deine Herkunft, deine Heimat, deine Ahnen und um seelische Belange, deine Gefühle, deine Innenschau, das in dir zu Hause sein und deine Bedürfnisse, also was du brauchst, um dich wahrhaftig wohlzufühlen. Nicht der Verstand regiert hier, sondern die Seele, dein Herz. Das dürfte auch um den Neumond am 6. Juli spürbar sein, also dem Zusammentreffen von Sonne und Mond im Zeichen Krebs. Empfindsamkeit, Empathie und Fürsorglichkeit sind große Stärken. Launenhaftigkeit, Ängstlichkeit und nachtragend zu sein, die Kehrseiten, wenn du viel mit der Krebsenergie gesegnet bist. Herrscherplanet Mond und der tiefste Punkt im Horoskop, das sogenannte IC, mit dem vierten Haus, mit dem vierten Lebensbereich, sind die astrologischen Entsprechungen. Wie der Mond bei dir eingebettet ist, also in welchem Zeichen, in welchem Haus, mit welchen Aspekten und so weiter. Und dein viertes Haus gibt also genau über all diese Dinge Aufschluss. Im Video Endlich ankommen, so findest du deinen Platz, bin ich übrigens genau auf die Themen rund um Heimat, Herkunft und Wurzeln eingegangen und wie du mit Hilfe der Ortsastrologie deinen für dich passenden Seelenort finden kannst. Und all die Resonanz, die ich auf dieses letzte Video bekommen habe, hat mir auch gezeigt, dass das wirklich ein Thema ist für ganz, ganz viele Menschen. Wo ist mein Platz? Wo habe ich das Gefühl von, hier bin ich zu Hause? Das scheint ganz viele zu beschäftigen. Ja, Astro News weiter, Monat Juli. Neptun ist hier ganz wichtig. Neptun, der Herrscherplanet des Zeichens Fische, wird ab 2. Juli rückläufig. Im letzten Grad dreht er rückwärts und das macht er bis zum 8. Dezember übrigens, also bis 27 Grad im Zeichen Fische geht er zurück. Seit 29. Juni haben wir Saturn rückläufig, der sich ebenfalls im Zeichen Fische befindet und bis 12 Grad und 42 Minuten zurückdrehen wird, bevor er dann am 16. November wieder vorwärts wandert. Das heißt, neben Pluto, der schon eine Weile rückläufig ist, sind jetzt auch Saturn und Neptun in ihrer Rückwärtsschlaufe. Rückwärts heißt, platt gesagt, immer, in ihren Bereichen geht es gerade nicht weiter vorwärts. Klären, überprüfen, innehalten, nachschwingen ist jetzt angesagt. Und im Zeichen Fische, in dem es um spirituelle Anbindung, den Kontakt mit der Quelle und deinem wahren Selbst geht, wo es um tiefes Vertrauen, starke Intuition und dem, was du empfängst, was deine höchste Wahrheit ist, anstatt den Dingen, die man dir erzählt. Im Zeichen Fische, fernab der Vernunft und dem Beweisbaren, sondern im Bereich der feinstofflichen, energetischen,
sensitiven Ebenen deiner Hellsinne. Was hast du hier für dich erleben können in den letzten Monaten? Wie kritisch hast du spirituelle Konzepte, die als allgemeingültig gelten, hinterfragt? Wie sehr hast du den Kontakt mit deinem wahren Selbst erlebt, vielleicht ausgebaut? Hast dich zum Beispiel durch Meditation in andere Bewusstseinsfrequenzen begeben? Wie ausgeprägt ist dein Vertrauen fernab der Angstszenerie, die tagtäglich auf uns einprasselt? Wie sehr baust du auf das, was du spürst und wahrnimmst, statt Stories im Außen Glauben zu schenken? Hast du eine tägliche spirituelle Praxis gelebt, dein Energiesystem immer wieder gereinigt, dich immer wieder selbst eingenordet, sozusagen? Pluto. Pluto wird im Juli stärker eingewoben sein. Pluto steht unter anderem für die Welt der Vorstellungen und Propaganda bzw. Manipulation in der niederen Schwingung. Die genannte Fische-Betonung für die Möglichkeit, weiter aufzuwachen und immer mehr klar erkennen und die absolute Wahrheit fühlen zu können. Falsche Vorstellungen von dir und der Welt wollen weiter gerade gerückt werden. Verdrängtes bzw. blinde Flecken beleuchtet werden. Gerade in der zweiten Monatshälfte. Also diese Parallelschwingung von der genannten Fische-Betonung durch rückläufigen Saturn und Neptun und gleichzeitig dieses Hervorgehobensein Plutos durch die Aktivierung mancher Planeten. Es geht ganz viel darum, wie gesagt, Verdrängtes, blinde Flecken zu beleuchten und weiter in dir mit deinen Vorstellungen aufzuräumen. Und das kann natürlich auch wirklich wehtun. Inspirationen hierzu bietet ein neuer Film auf YouTube mit dem Titel 100.000 Löwen, gemeinsam durch die Nacht. Die dunkle Nacht der Seele ist hier gemeint, wenn man merkt, wow, irgendwie ist mein Kompass nicht mehr so eingenordet, wie ich das brauche, wenn es darum geht, auch vielleicht dunklere Phasen zu durchschreiten und eine Form von Orientierungslosigkeit zu durchschreiten, weil die eigenen Vorstellungen nicht mehr zu passen scheinen. Wie gesagt, Inspirationen gibt dieser neue Film und wenn du eine persönliche Begleitung suchst, bin ich mit dem Kosmos Coaching für dich da. Darin vereine ich Astroberatung und Heilarbeit für dich. Alles Weitere und um dich für ein kostenfreies Vorgespräch anzumelden, findest du in der Podcast-Beschreibung. Mars. Mars bildet eine Konjunktion mit Uranus. Vom 8. bis 21. Juli wird diese Konjunktion spürbar sein. Und Mars wird auch das Zeichen wechseln, und zwar am 20. Juli ins Zeichen Zwillinge. Sei dir bewusst, dass im Monat Juli und gerade in der Zeit zwischen 8. und 21. Juli, dass in dieser Zeit starke Spannungen in der Luft liegen, die sich überraschend entladen könnten. In Form von hitzigen Debatten, Anschlägen, Kurzschlussreaktionen einerseits und starken Unwettern, besonderen Umweltereignissen andererseits. Da das Zusammentreffen von Mars und Uranus im Zeichen Stier grad genau sein wird, sind ebenso unerwartete Ereignisse im Bereich von Wirtschaft und Finanzsystem denkbar. Ja, auch Chiron wird im Monat Juli wieder eine besondere Rolle einnehmen. Chiron wird ab 27. Juli rückwärts drehen auf guten 23 Grad Widder. Und bis zum 30. Dezember wird er rückwärts laufen und dann auf 19 Grad Widder wieder seine Richtung ändern. Vorher, vom 11. bis 18. Juli, gibt es ein Quadrat von Sonne und Chiron. Chiron ist deine Seelenessenz. Weißt du, wer du in der Tiefe bist? Lebst du dich, deinen wahren Kern, deine Essenz? Oder vermeidest du deine tiefsten Wunden und damit aber auch deine größten Gaben?
Hast du den Mut, aufkommende schmerzliche Themen zu berühren und diese Wunden zu schließen? Machst du deine Wunden zur Weisheit und bringst sie zum Ausdruck? Verströmst du deine Heilkraft in die Welt hinein? Du merkst also, es sind mitunter die Kernthemen, um die es im Monat Juli gehen wird. Ein Monat als Weg zurück zu uns selbst, zurück zum Ursprung. Ich wünsche dir einen angenehmen Monat Juli, in dem du noch stärker zurück zu dir findest, in dir zu Hause bist. Und wie gesagt, wenn du Unterstützung suchst, auf meiner aktualisierten Homepage aufgrund meiner Namensänderung und meines Umzugs, auf meiner aktualisierten Homepage annette-kolb.com findest du alle Angebote, die dich darin unterstützen können in diesen besonderen Zeiten. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal.